Okay, ich weiß noch nicht, wie lang dieses Video wird. Wir haben vier Parts vor uns, die scheiße gelaufen sind. So kann ich es eigentlich einfach ausdrücken. Ich starte jetzt mal den ersten Part und wir gucken mal. Es gibt auch Wow, eigentlich, Chris, ich will wieso? einfach Wir euch die haben Hirn, Parts wir nicht haben Bild, wir machen vorenthalten. weiter. Das ist das Ding. Ich mache jetzt erstmal mich wieder Bangerweise leiser im Video. Independence läuft ja nicht so gut in letzter Ich hoffe, jetzt Zeit. kann man Mit unterscheiden. meinen, Jetzt rede ich. Versuchen. Und das ist der Typ im Video. Okay, kriegt ihr hin. Ja. Insgesamt kann ich kurz zusammenfassen. Ich versuche Eve Bosswash und es ist verdammt schwierig. Weil ich will eigentlich jetzt Zeit haben, das ganze Zeug strategisch zu organisieren mit den ganzen Blutklumpen und so weiter und so fort. Aber gleichzeitig, ich meine, ihr habt jetzt ja schon drei Failparts gesehen, aber die drei Failparts haben zumindest noch irgendwie, ich sag mal, coole Elemente gehabt, sodass ihr sie als Part hochladen konnte. Aber was halt hier kam, es waren halt einfach nur noch Fails. Deswegen denke ich, wir können es einfach Stück für Stück durchgehen. Ich brauche eigentlich gar nicht viel dazu sagen. Ich denke, ich skippe einfach so ein bisschen durch und werde so ein paar Tote euch zeigen, weil dann habt ihr auch immer meine Wut? Fragezeichen. Und ja, ach, keine Ahnung, wir gucken Aber einfach. hey, ist halt nicht gehabt. Ja, dann eh nicht. Ja, ach, ich dachte, ich bin schnell genug. Grundsätzlich weiß ich's schon, nur ich habe halt immer so das Bedenken, wenn ich jetzt ein Knochenherz aufbrauche. Ach, da ging es darum, ja, da ging es darum, dass ich nicht verstanden habe, wie Knochenherzen funktionieren. Ich habe tatsächlich das ein bisschen falsch mir gedacht. Deswegen hat mich Counter darauf hingewiesen. Ich habe ja immer wenn ich ein Knochenherz hatte, dann habe ich ja nur das Knochenherz leeren wollen und danach direkt wieder füllen. Aber zum Beispiel bei einem Dealer oder auch, wenn ich jetzt hier die Blutklumpen erstelle, dann würde der einfach das nächste rote Herz nehmen. Also der nimmt nicht sofort das Knochenherz. Das Knochenherz bleibt bestehen. Und wenn vor dem Knochenherz blaue Herzen oder Schwarzherzen sogar sind, dann ist das Ding safe. Das habe ich nicht bedacht, deswegen habe ich mich mit Knochenherzen dumm angestellt die letzten Male. Das habe ich hier nur kurz erwähnt. Auch Symptorium noch nicht so wirklich. Ziemlich viele Okay. Items, das Ganze, dass ich das hätte verstehen. Wenn Wir der gucken Itemraum mal, jetzt was so ein nicht bisschen gut ist, passiert dann ist. lass Aber ich glaube, einlassen. es kommen einfach ganz viele Wenn der Itemraum Anfangstote. jetzt Ich nicht glaube, gut es ist, kommen dann einfach lass ganz einlassen. viele Anfangstote. Ich bin so oft gestorben, ich habe keine Ahnung mehr. Ach Gott, das ist diese Reichweite von dem Messer, die riecht mich uff. Das ist ja furchtbar. Ja, es ist. Also, keine Ahnung. Es ist die letzten vier Parts ist einfach So. voll der Wurm drin. Sehe, dass ich keine Karte habe und frage, ob wir in XL sind, weißt du, das ist auch wieder so lost. Wer doch nicht müde ist. Ah, da bin ich wohl gestorben. Ich sehe, dass ich keine Karte habe und frage, ob wir in XL sind, weißt du, das ist auch wieder so lost. Ja, moin. Dass man halt. Aber es war ja noch am Anfang des Parts, da war ich noch guter Ich Dinge. meine, die ersten Räume gehen jetzt schnell, Am solange wir das Anfang Messer des hier ersten haben. Parts. Auch ist ja einfach weiter von dem Oh. Messer, ne? Absolut. Ach, das ist mir übrigens ganz oft passiert, dass so eine Spinne in mich reingesprungen ist. Das ist irgendwie so, in den letzten Parts ist das irgendwie so ein Ich meine, Ding, die ersten Räume gehen jetzt schnell, dass solange die wir das Spinne mich Messer die hier ganze Zeit haben. anspringen. Auch Keine wenn die Ahnung. Reichweite von dem Messer, ne? Zack. Absolut. Okay. Mal. Curse Room sehen den erstmal an, halt mit diesem. Dann versuche ich natürlich immer, diese Räume hier mitzunehmen, weil meistens kann da was Cooles drin sein, zum Beispiel Little Geh Horn. halt kaputt, Mann. Da hatte ich gerade in dem letzten Part, in der letzten Aufnahme, hatte ich eine tolle Begegnung, die nicht so gut lief. Ach ja, hier, Guppies Paw am Anfang ist auch ganz cool, weil dann kann man schön blaue Scheiße. Herzen machen. Aber was ich mal sagen möchte, das werde ich auch im Video noch ein paar Mal sagen, wenn ich jetzt die Stelle erwischen sollte irgendwann. Diese kleinen Spinnen, die sind der Todfeind von Eve. Die können so viele von den Viechern kaputt machen, wenn die sich da dazwischen quetschen, ohne dass die selber sterben. Das ist richtig kritisch. Die Stage laufen. Wir haben so viele Schüsse jetzt im Moment gerade dabei. Das ist schon mal sehr Ja, im gut. Moment läuft's gut. Ja, sieht ganz gut aus. Ich glaube, das ist nur ein Run, wo wir ein bisschen weitergekommen sind. Wir werden sehen. Oh Junge! Da Der muss ich ist jetzt auch böse frech. aufpassen, sobald er mit Brimstone mich erwischt, Ja, und dann schießt der halt auch noch so sind alle quer. Und kaputt. ich kann eigentlich kaum verhindern, dass der die Viecher trifft auf irgendeine Art und Weise. Weil es sind so viele. In dem Fall ging es, glaube ich, noch ganz gut. Okay, wir haben es überstanden. Sehr gut. Voll okay? Nee, ihr trefft mich.
Item, aber ihr seht selber, ich habe den Dagger bekommen, ne, den Sacrificial Dagger. Dagger, nicht Decker, ist kein Dachdecker. Gar nichts geht hier, gar nichts geht. Gar nichts geht, also weiter in den Bosskampf. Ja, es sind relativ viele Viecher, ne? Sieht ganz gut aus. Speed up und Size down ist schon mal in Ordnung. Das ist auch sehr gut für unsere Situation. Genau, weil dann kann man schön viele Viecher generieren. So, aber ihr seht schon zeitlich, wo sind wir denn jetzt zeitlich? Ich glaube, ich gucke kurz nach immer. Gestehen? Ja, 3 Minuten Base okay. Mit 1 ist okay. Dann ab. Das ist viel zu riskant. Das ist auch Räume, wo die Dinger drin sind, diese blöden Steinviecher, die bringen meine Viecher so durcheinander. Es aber ist wir im ah, Moment ich hasse zumindest. Aber ich bin, im Moment bin ich, glaube ich, auf fast jeden Gegnertyp jetzt wieder sauer, weil ich halt jetzt 4 Aufnahmen hinter mir habe, in denen alles scheiße lief. Nicht durch die Räume erstmal durch. Keine Ahnung. Muss halt aufpassen, klar, mit jedem Raum kann es ganz schnell vorbei sein, dass wir da durchsäbeln. Genau. Aber hier läuft's noch. Hier läuft's jetzt wirklich, ne? Ihr seht die ganze Zeit, wir haben den Haufen noch, es ist alles in Ordnung. Wir gehen kurz noch den anderen Raum ab. Oh, guck mal, da habe ich jetzt ganz viele verloren. Was ist passiert? Nein. Der Raum ist passiert, gell? Ja, ich sehe es auch. Schaut mal nach unten, schaut mal da unten hin. Zum Glück tun denen den Stacheln nichts, das wäre so frech. Schaut mal da unten hin. Die einfach über Stacheln unten sterben können. Laufen gleich ganz viele von meinen Viechern in das Ding rein. Und dadurch gehen einige kaputt zum Beispiel. Nein. Achtung, jetzt. Jetzt laufen einige von meinen Viechern in dieses Teil, was da gespawnt ist, rein. Und werden natürlich getroffen und nehmen Hits und gehen kaputt. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Ist mir gar nicht aufgefallen. Aber das ist, was ich meine. Gerade solche Räume... Shit, wir haben gerade richtig viel verloren. Ja. Ach Mist, ey. Ah, fuck. Das war einer der Gründe. Das Tearstone ist eine Katastrophe. Ach, und wir hatten den Tearstone zwischendurch. Das Tearstone ist eine böse Katastrophe. Das geht gar nicht. Vielleicht ist in den Kisten irgendwas mit. Jetzt gehe ich nochmal zurück. Ach ja, jetzt hole ich mir das, weil ich gedacht habe, okay, wir haben ja Tearstone bekommen. Im Moment ist das Schwächste. Dieses Ding macht ja die Schwächsten ein Stat up. Deswegen wäre das jetzt ein Tears up. Also versuche ich es halt zu holen. Das könnte mir Tears wiedergeben. Ja. Ziemliches Risiko. Aber ich habe meine Tears wieder. Darf ich nur nicht sterben. Okay. So viel dazu. Wetten, ich sag das jetzt auch? Ja, es war Risiko. Okay, ich sag's aber nicht. Aber das Tearstone war böse. Es war ein schöner Anfang, muss ich sagen, mit hier... Hat ja, war ein schöner Anfang, halt die Klappe. Alles gut. Alles, oh, nice. Immer schön, wenn man mehr Viecher bekommen kann, die dann einfach direkt gesprengt werden. Super. Oh Gott! Das ist eine der Sachen bei den Runs, die mich so aggro gemacht haben, immer sobald ich die Viecher verloren habe, ne? Ein Raum und alle Viecher weg. Dann da kriege ich so eine Krise. Oh, Hilfe, das war gar nicht gut. Vor allem, wenn ich vorher noch das Gefühl hatte, dass es gut lief. Und das Ding ist, wir waren hier beim Boss. Ich hätte weitergehen sollen. Ich hätte einfach weitergehen sollen. Ich werde es dann kacken. Alles, was ich jetzt mir hier hole, war es einfach nicht wert. Aber wir standen halt schon mal besser da. Oh, jetzt kann ich auch... Ja, kann man mitnehmen, aber... War jetzt nicht unbedingt sinnig, deswegen den Boss deswegen den ganzen Weg zurückzugehen. Noch. Und. Aber naja. Ich muss die ersten Ebenen auf jeden Fall mit vollem Risiko, halbem Herzen spielen. Sonst wird es hier einfach nichts. Das ist das Ding. Okay. Aber auch der Sack ist sinnvoll. Es wird aber auch so nichts. Das ist das Problem, lieber Conan. Ist okay. Aber das weißt du da noch nicht. Ah ja, okay. Da ist mein Raum. Da ist genau der Raum. Wir haben... Wie viele Viecher? Ich glaube, wir haben 5 oder 6 Viecher. Ich glaube, es sind 5. Es müssten 5 sein. 5 Viecher, ich, 4 mickrige Spinnen. Schaut euch an, wie ich diesen Raum spiele. Nur Spinnen. Es sind nur Spinnen. Die Großen sind keine Gegner.
Immer noch 5. 3 Spinnen. Die blöden Steinklötze blockieren mir alles. Das erste Viech ist kaputt. Lasst meine Spinnen in Ruhe. Meine Spinnen. Lasst meine Blut. Und da ist das nächste Viech kaputt. Blutklumpen in Ruhe, Mist. Ich habe nur noch 2 jetzt, ne? Scheiße. Ich habe noch 3, aber es ist okay. Und ich habe nur noch einen. Ja, und das war's. Ich habe keinen mehr. 4 Spinnen haben 5 Blutklumpen kaputt gemacht. Es ist so zum Kotzen. 4 Spinnen haben 5 Blutklumpen erledigt. Okay, sag's halt nochmal. Ist in Ordnung. Das... Das muss man erstmal... Och, ich hasse das. Ja, es ist... Das ist richtig kacke. Das sind so Stellen... Ja, jetzt kriege ich das Tiers ab, weißt du? Das sind so Stellen, wo ich einfach... Ja, aber dann... Da bin ich schon... Das sind alles so Sachen, wo ich dann... Ich meine, klar, jetzt hat man kurz die Zeit das Messer, das ist cool. Jetzt kriege ich wieder ein HP ab, das ist auch cool. Aber so insgesamt, es läuft einfach nicht. Ist gut? Ich jetzt wieder alles es läuft einfach nicht. Ich meine, ihr werdet sehen, ich bin teilweise schon ein bisschen weiter gekommen, so, aber... Versuch mal an ihm dran zu bleiben! Insgesamt läuft's halt nicht. Alter, nicht, dass ich danach nicht durchkomme. Okay. Auch das schön, ne? White Shot, coole Sache. Ach ja, da habe ich festgestellt, wenn ich zu viele Klumpen habe und die zurücksetze, dann werden die so gespeichert in mir drin. Und dann kann ich da umsonst durch die Tür gehen. Seht ihr das? Das geht jetzt überhaupt nicht. Das Herz geht nicht runter. Ich hatte ein bisschen mehr Klumpen. Damit haben wir leider keinen Schutz im Moment. Okay. Hier mache ich jetzt gleich einen Fehler. Ich setze die Satanic Bible ein. Weil ich wieder vergessen habe, dass die natürlich erst das Boss-Item jetzt in einen Satan-Deal umwandelt. Was blöd ist, weil ich will eigentlich kein Herz verlieren. Aber ja, Boss-Item wird in Satan-Deal umgewandelt. Ist jetzt automatisch so. Item nehmen. Ich nehme dann mein Telepathie-Item mit, weil das ist eins, was ich immer ganz cool finde. Für Bosskämpfe, für normale Räume. Und vor allem, das geht ja dann auf alle Viecher drauf und das ist schon ganz praktisch. Also dieses Telepathie-Item, ach, das war auch wieder. Wenn ich das jetzt schon wieder sehe, ne? Wenn ich das jetzt schon wieder sehe, das war auch wieder so ein Müll. Schaut euch das an, wie ich einfach zu doof bin, mich da hinzustellen vernünftig. Habe ich noch eine Bombe? Ja, ne? Ist nicht zu fassen. Es war so klar. War so klar, dass ich da... Okay, da ist der Item. Ja gut, dann kämpfe ich eine Weile. Jetzt kommt die Rotten Tomato dazu. Hier, wie gesagt, ich setze ab und zu mal das Ding ein, weil letztlich alle 2 Räume auf. Ist eine coole Geschichte. Ich mag das sehr. Ich mag dieses Buch, mag ich sehr. Okay. Wir kämpfen weiter. Wir setzen zwischendurch mal Dinge ein. Ich gucke leider nicht so ganz auf die Zeit. Nicht wahr. Ach ja, Alter. Da habe ich noch gesagt, okay, so bosstechnisch, wenn jetzt halt noch ein Raum kommt, wo keine Gegner kommen, dann ist es natürlich blöd. Aber eigentlich würden wir jetzt noch 2 Aufladungen bekommen. Kannst noch einsetzen. Außer wir haben jetzt in den Räumen dann keine Gegner mehr, das wäre dann natürlich ärgerlich. Keine Gegner im Raum. Ist nicht wahr. Doch, es ist wahr. Ah, okay. Ich gehe also zurück, versuche das Ding aufzuladen, haut auch hin. Damit kann ich beim Boss dann das Telepathiebuch einsetzen. Oh, das war es nochmal richtig wert. Ah, tu nicht so. Das war es nochmal richtig wert. wie so ein Verkäufer, der merkt, sein Produkt ist scheiße. Und dann versucht er einfach noch zu sagen, hey, guck mal, war doch sinnvoll. Ich meine, ja, war nicht schlecht, aber es kostet mich halt Zeit. Ich versuche gerade einen Bosswasch zu erreichen. Ich möchte das nochmal betonen. Ich versuche gerade einen Bosswasch zu erreichen. Oh, weia. Ich bin aber echt froh, dass ich die Dinger habe, weil... Aber es ist gut, dass wir das Buch aufgeladen haben. Junge. Das war schon sinnvoll. Aber alles nicht andere, naja. Nicht treffen lassen. Wir haben es gleich. Ohne Herzschaden. Gut.
Ja, und hier jetzt die Erkenntnis. Ach shit, jetzt kommt das Ding. Weil ich die Satanic Bible eingesetzt habe. Nützt mir also nichts, hole ich mir nicht. Weiter im Programm. War natürlich doof. Ja, wir kämpfen ein bisschen. Die Ebene verläuft relativ normal. Ist auch nicht weh. Nicht mehr hoch. Nichts, wo ich mich jetzt erinnere, dass es irgendwie besonders spannend gewesen wäre, dass man drüber reden müsste. Diese Räume hasse ich. Oh, das ist immer so kritisch, wenn die so nahe kommen. Diese Räume hasse ich absolut mit Shit, den Viechern. Ich habe für 3 Münzen gehofft. Dann kann man. Ah, ich wollte. Da wäre natürlich auch was anderes gehofft. Da oben. Das ist auch kein so guter Raum. Okay, den Boss. Dann. Alles sich da jederzeit. Gibt's einen Itemraum. Und da hauen wir uns Swage. Nützt dass mir das auch jetzt nicht gerade so viel. Rotherd-Schaden eingebracht hat. Es ist halt auch nur. Ah, es ist komplett. Es ist komplett. Oh, nee, da habe ich schon keine Lust mehr. Was habe ich jetzt wieder im Kopf? Wieso jammer ich eigentlich gerade schon wieder rum? Was ist los? Fuck! Ja. Gut, dass ich zurückgespult bin. Gut, dass ich an der Stelle gejammert habe. Das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten, wie ich hier zielstrebig in die Stachel hineinlaufe. So. Okay. Jetzt also ganz schnell zum Boss. Ja, schaut euch das an. 16 Minuten sind wir schon drin. 4 Minuten bis zum. Bis zu Mom. Ist nicht machbar. In 4 Minuten kommen wir niemals. Ich hasse solche Räume. Oh, ich hasse das. Ich hasse. Oh. Na komm, schimpf noch ein bisschen. Vor allem. Nicht nur, dass mir das jetzt gerade Rotherzschaden eingebracht hat. Es ist halt auch nur. Ah, es ist komplett. Ja, ich wollte damit eigentlich sagen, nicht nur, dass ich Schaden genommen habe, es war auch noch Rotherzschaden und hat mir damit den Engelraum versaut. Das wollte ich eigentlich sagen. Aber ich war zu sauer, um es wieder richtig auszudrücken. Komplett. Oh, nee, da habe ich schon keine Lust mehr. Wenn ich so eine Scheiße mache, habe ich schon keine Lust mehr. Ja, jetzt sind wir an der Stelle, ne? Ich habe fast keine Zeit mehr. Ich denke eigentlich, dass ich es nicht mehr schaffen bis zum Fuß. Fuck. Das hat mir den Engelraum jetzt gekostet. Aber wir bekommen Curse of the Labyrinth XL und wir haben die Karte. Der Müll hat mir... Oh mein Gott. Was meint ihr? Wo ist der Boss? Ich habe mich dafür entschieden, nach rechts zu gehen. Na, ich dachte so, da oben, das könnte ganz gut passen. Natürlich hätte es jetzt auch über uns... sein können und genauso jetzt auch da nach unten sein können. Theoretisch kann er überall sein. Es sind relativ viele lange Wege. Aber ich habe mich halt dafür entschieden, nach rechts zu gehen. Ihr könnt ja schon mal abschätzen, ob da der Boss war oder nicht. Gott. Also wir gehen nach rechts, wir kämpfen durch die Räume. Soweit alles okay. Ich beeil mich tatsächlich auch. Ich beeil mich wirklich. Itemraum nehme ich hier das Ding noch mit. Und wir sind tatsächlich hier oben beim Boss. Denn was ich nicht bedacht habe, es muss ja ein Doppelbossraum sein. Ne? Also es muss ja ein Raum sein, wo 2 Bosse hintereinander passen. Und wenn wir jetzt nochmal die Karte uns anschauen, ich glaube, dann hätte es sogar 2 Wege ausgeschlossen. Nee, gar nicht mal. Ich habe nichts gesagt. Sowohl nach oben wäre es gegangen, da könnten auch 2 Bossräume sein. Ah doch, der nach unten, der Weg nach unten wäre komplett fail gewesen. Da kann kein Bossraum sein. Ja, okay. Aber das da oben hätte auch möglich sein können. Also 2 Möglichkeiten hätte es gegeben. Aber wir haben tatsächlich den Bossraum gefunden. Boss. Und Zeit ist aktuell. Guck mal nach, Conan, bitte. Gleich. Ich hoffe, du guckst gleich nach. Ich weiß es nicht mehr, was die Zeit aktuell war. Conan versucht noch zu sprengen. Dann halt nicht. Natürlich blöd jetzt, ne? Wenn 2 Bosse hintereinander sind, lässt sich halt das Buch nicht 2-mal aufladen. So, noch ein schönes Damage ab. Schöne Geschichte. Noch ein Herz mitnehmen. Und ganz schnell zu Mom. Wie sind wir denn jetzt in der Zeit?
Ja, da sind sie weg. Scheiß drauf. Wie sind wir denn in der Zeit, Conan? Guck doch mal nach. Oder hast du gerade zu tun? Ich glaube, er hat zu tun. Ich glaube, er ist aufgeregt. Das war sehr kurz, Conan. So schnell kann der Zuschauer nicht gucken. Ach ja. Muss ich nichts dazu sagen, ne? Oh shit, wir sind über den 20 Minuten. Schade! Das heißt aber auch, dass der Weg zu Dings jetzt für mich versperrt ist. Ach verdammt, ich hätte nicht gedacht, dass ich's... dachte, ich bin vielleicht noch schnell genug. Ah, schade. Es hätte klappen können. Ja, dann war ich eh demotiviert, also, dann brauchen wir gar nicht weiterspielen, ne? Was ich sagen wollte, der Weg zu Beast war auch versperrt, weil ich ja keinen Fool mitgenommen habe. Also ich hätte jetzt gar nichts mehr machen können, effizient. Ich hätte noch schauen können, dass Void auftaucht, aber naja. Aber wenn es... Ja, wir haben Bomben bekommen. Curse-Ruhm dann nutzen. Wir starten noch einen weiteren One, weil ich natürlich immer hoffe, dass wir doch in einem Part vielleicht noch Erfolg haben könnten. Kommt nicht mal ein blaues Herz dabei rum. Sand. Ja. Und ich sprenge immer fleißig die Donation Machine. Die habe ich so oft gesprengt jetzt in den Ones und nie hat es mir am Ende was gebracht. Ich habe so viel Geld da jetzt rausgepresst. Ich muss mal wieder Geld einzahlen, ey. Haben, sollten wir mal Balls of Steel oder so finden, ne? Dann. Null. So, ah ja, dann bin ich hier einfach gestorben. Das. Du machst alles kaputt, Mann. Oh, Junge! ist immer wieder unglaublich. Ah, was brauche ich überlegen, was ich mit der Pille mache, wenn ich hier drauf gehe? Mist! Ah, es wird nix. Ich glaube, ich lasse. Ah, ich so. Heißt, da sag ich noch, wir machen jetzt noch einen Part und dann reicht es mir. Aber was mache ich? Ich nehme noch drei auf. Weil ich halt immer wieder hoffe, dass es noch was wird, aber es wird halt einfach nicht doch noch wieder was. So, 20 Minuten für ein Part Zusammenfassung, cool. Die nächsten Parts gehen hoffentlich ein bisschen schneller. Okay, nächster Part. Ja, der hat allerdings eine Gesamtdauer von 47 Minuten. So, hallo, wir machen weiter bei Isaac. Repentance. Wir versuchen halt noch ein bisschen was möglich. Und Mann, okay. Ja, ich mach mal ein bisschen schneller hier. Mir da. Weil es sind, glaube ich, relativ viele Tote am Anfang, die jetzt kommen. Wird genutzt, um hier... Ach, jetzt hat es das blaue Herz gezogen. Das war ja frech. Na gut, okay. Hat nicht ganz... Das ist auch so ein Scheißraum. Das funktioniert, wie ich das gemeint habe, aber ist in Ordnung. Die Dinger drüben, der spuckt jetzt wieder Drecksspinnen aus. Und ich komme nicht ran. So, ich hätte warten sollen, bis er rauskommt. Ja, weiß ich, aber... Oh! Ich bin so eine Pfeife. Ja. Ich bin so eine Pfeife. Ich muss kurz was trinken, sonst reg ich mich zu sehr auf. Das ist doch jetzt wieder... Oh, da könnte ich doch jetzt schon wieder... Das war so ein schöner Hört euch einfach Start, kurz ne? den Jörg Conan an. Das ist auch ein super Raum. Alter. Das ist jetzt nicht so geil, weil die jetzt explodiert. Ich will aber wissen, was da hinten drin ist. Okay. Toller Raum. So ein Müll. Absolut fantastischer das war Raum. Dumm. Ah, Mann. Ups. Ja, wir machen weiter und sterben eine Runde. Oder auch nicht. Mal gucken, wie weit ich wir hier gar kommen. Nicht gesucht, aber gefunden. Seht ihr das? Ich spreng jetzt jedes Mal die Maschine mit. Und nie nützt es mir was am Ende, weil jedes Mal der One schief geht. Dann habe ich die Maschine umsonst ausgemüllt. Aber gut. Ausgequetscht. Wäre mir jetzt lieber gewesen, wir hätten nur die Tiers abgefunden. Ach ja, okay, das müsst ihr euch kurz angucken. Das ist auch wieder so eine typische Geschichte. Das heißt, müsst ihr euch kurz angucken. Ja, ihr schaut euch ja das Video hier an. Aber das muss ich euch kurz zeigen. Hatte ich gar nicht gesucht, aber gefunden. Drei Pillen. Nein! Okay. Muss ich mal gucken, ist es eigentlich das Gleiche? Gesucht, also ist es minus 0,07 auch runtergegangen? Oder geht's, oder ist es nur... Es geht minus 0,29 runter. Nein!
Und plus 0,07 hoch, aber dann sind wir bei 1,2. Okay, die Anzeige passt nicht. Okay. Also es ist schon danach Hatte wieder ich auf gar nicht dem. gesucht. Es ist. Ach, es ist danach insgesamt plus 0,07. Ah, lol, wahrscheinlich, weil ich so schnell gewechselt habe oder so. Gut, aber gefunden. Nein! Okay. Ja, okay, ich verstehe die Anzeige. Okay, ich dachte erst, hä, aber Ey, alles gut. Mann, ey. Ach ja, und da bin ich. Wäre mir jetzt lieber gewesen, wir hätten nur die Tiers abgefunden, aber okay, immerhin wird es wieder ausgeglichen. Ey, Mann. Ja, wow, der geht halt voll in mich rein. Ey. Oh, shit. Oh, shit. Ja, hast nicht gemerkt, Kollege. Oh, habe ich da auf den Tisch Wird es wieder gehauen? ausgeglichen. Ey, Mann, ey. Oh, shit. Oh, da habe ich auf den Tisch gehauen. Ja, moin. Ach ja. Nein. Ich weiß aber halt auch nicht, wo ich hinlaufen soll bei solchen Viechern. Die gehen nicht kaputt. Ich bin zu schwach. Wenn die Viecher berühren, sind die Viecher kaputt. Wenn die Viecher kaputt sind, kann ich es eh knicken. Ich habe keine Ahnung, was ich da machen soll. Nicht gut. Ja, das war. Ja, komm. Keine Ahnung, warum ich da das Feuer als erstes Hoffnung. ausmache, aber hey. Wir haben PhD bekommen. Cooler Start. Tiers ab. Sehr gut. Cooler Start. Schöne Sache, ne? Sehr gut. Könnte doch jetzt mal ein Run sein, der gut läuft. Mit einem Tiersub starten kann doch nur gut sein. Oder mit einem PhD starten kann auch gut sein. Mbe? Ah, der Raum. Schaut euch an, wie viel da los ist. Vorsichtig! Hilfe! Und seht ihr das, wie schnell die Viecher kaputt sind? Achtet mal genau drauf, was rechts passiert, Vorsichtig! wenn ich da jetzt Hilfe! hochlaufe. Zwei Viecher werden einfach an dem Viech kaputt getreten. Zack! Weg sind sie! Zu viele Gegner in diesem Raum. Gott, nee, Mann. Oh, das war gar kein guter Raum für mich. Alter, war der voll. Oder ist. Shit. Hilfe, du. Eieiei. Ja, da haben wir richtig viel Viecher wieder verloren. Und das ist halt so, was willst du machen? Jetzt hast du noch eins übrig. Kriegst Boah, zwar ein solche halbes Räume, Herz ne? dazu, aber. Ganz schlechte Geschichte. Ja. Ganz ungünstige Geschichte. Und wie ich schon gesagt habe, die Episode der springenden Spinnen. Einfach voll ins Gesicht. Boah, solche Räume, ne? Ganz Und schlechte da ist dann Geschichte. der One auch mit PhD schon wieder vorbei gewesen. Ganz Schade. ungünstige Geschichte. Zack! Ganz ungünstige Geschichte. Okay, Curse of the Labyrinth. Auch gut. PhD mehr? Habe ich noch alles? Ja. Ich will mal so ein bisschen einfach nur die spannendsten Sachen gucken. Oh, aber jetzt hat er Ding. Jetzt haben wir wieder die Möglichkeit. Oder habe ich eins verloren zwischen? Das ist auch nicht so gut. Wahrscheinlich finden wir als erstes den Bossraum. Der ist ganz kritisch. Ah, da haben wir wieder diesen komischen Nur, dass Raum. diesmal kein Champion-Gegner dabei ist. Ich glaube, Den das geht letzten Mal. relativ schnell Das jetzt läuft auch einfach nicht. schief, wenn man nicht mehr Merken, ist dass ich ganz so hätte sicher. rerollen können, sehe ich gerade. Habe ich gar nicht realisiert. Ich hätte hier rerollen können, das habe ich leider nicht gemacht. Weil. Es ist jetzt kein schlechtes Buch, aber. Naja, es hätte auch was Besseres gegeben. Vielleicht. Das hat auch lange genug gedauert. Spinnen haben fünf Viecher erledigt. Der war genauso aufgebaut. Ach, hat man den Raum nochmal, Weil ja, diese von der Art Scheiß. her. Ist es. Ich bin schon sauer. Ich Ich glaube, bin ich schon sollte heute nicht sauer. aufnehmen. Ich bin Ah, der so Raum ist müde. auch wieder kacke.
Das ist auch wieder so durch diese Steinklötze, werden die ganzen Viecher durcheinander gebracht und dann bleiben die da überall hängen und dann werden die einfach kaputt getreten und es ist alles scheiße. Schaut euch das an, ich habe die überhaupt nicht mehr unter Kontrolle und dann versuche ich halt irgendwie rauszukommen. Ja, dann natürlich werde ich dann auch kaputt getreten. Na, Conan, hast du Spaß? Nicht schreien. Nicht schreien. Nicht schreien. Ich glaube, er hat Spaß. Nee, die letzten Parts sind echt scheiße. Ja. Ist nicht besser geworden danach, Conan. Es tut mir leid, ist die nächsten zwei sind auch nicht besser geworden. Muss nicht vorankommen. Ich will, weil... Wir haben schön viele Viecher. Warum ging es da wieder schief? Was habe ich da wieder angestellt? Ich weiß es nicht. Wow, ich dachte, ich gehe drauf. Aber, oha, ja, ja cool. Der coole Reroll für mich. Super gut ist, wenn ich nur ein Item habe. Fantastisch. Ah, ich glaube, ich habe den Boss geschafft. Ich weiß es gar nicht. Der Situation Q drücken. Scheinbar nicht. Wait, was passiert, wenn ich jetzt... Ich wollte gerade Q drücken. Ich wollte gerade den Moment Q drücken. Scheißdreck. Stimmt, ich wollte mich wieder mit der Energie aufladen und nur ein oder zwei Viecher rausholen, weil wir den fast hatten. Aber ich war zu schlecht. Ach ja, das war ein ganz cooler Start. Mit Gympi starten und so, ne? Ist ganz nett. Zwei schwarze Herzen dazu bekommen, ist auch ganz nett. Insofern gucken wir doch mal, was draus wird. Nicht die Viecher verlieren, die brauche ich jetzt noch. Das ist eine Münze gemacht. Ob wir das Geld zusammenbekommen. Da kommt so wenig raus und wir verlieren immer so viel. Ah, ich glaube, das ist der One, wo ich mir die... Ja, das ist der One, wo ich mir die Kerze hole. Ich weiß es nicht. So, alles für die Flamme. Wo ich gerade das Maschinending gesprengt habe. Aber die Flamme ist halt auch nicht schlecht. So, gerade wenn ich hier... Die Flamme ist besser, aber... ...wenig Möglichkeiten habe zu kämpfen, dann ist die Flamme halt schon ein gutes Backup, finde ich. Weiß nicht. Noch mehr. Ich glaube, ich habe gerade wieder Viecher verloren. Kann das sein? Da haben wir einen Schlüssel. Okay, das geht auch. Gleich habe ich Viecher verloren. Da haben wir noch... Next oder so? Wir haben leider keinen Schlüssel. 7. In dem Raum habe ich Viecher verloren. Was habe ich denn da gemacht? Oh, da geht schon los, dass die Grünen da reingehen. Vielleicht haben wir... Vielleicht... I see, die gehen kaputt. Ah, die werden zerquetscht, alle, ja. Schlüssel vorsichtig, oh mein Gott. Ich glaube, ich habe gerade wieder Viecher verloren. Ich glaube, 2 habe ich verloren. Ja. Schlüssel, okay. Was war im Itemraum? Ach ja. Ach ja. Nice. Ja, da freut sich der Conan. Bisher sieht es ja auch nach einem relativ ordentlichen One aus, ne? Was war da drin? Es gibt sogar ein Item. Das wird jetzt schon nicht gerade zufällig die blöde Perle sein. Ach ja, Sacrifice-Altar habe ich einfach nicht mitgenommen, weil ich hatte nichts zum Opfern. Insofern, ja, ne, habe ich dann einfach liegen lassen. Weiß nicht, ob das die richtige Entscheidung war oder nicht, aber habe ich halt so gemacht. Jetzt lasse ich mich da schon wieder einigen. Was mache ich? Oh! Oh! Aber oh, da bin ich jetzt bestimmt sauer geworden. Oh, da bin ich jetzt bestimmt... Ich habe es gerade gesehen, die sind ja alle kaputt gegangen. Die sind ja alle kaputt gegangen. Bin ich da sauer geworden? Mal gucken. Spannung steigt. Man weiß ja nicht so. Ja, da hochgehen war eine schlechte Idee. Aber wo soll man hingehen? Es ist überall kein Platz. Genau. Jetzt rennt er halt schon auf meine Viecher rein. Ja, jetzt sind die schon dem Untergang geweiht. Aber richtig schlecht. Oh mein Gott, das habe ich ja richtig schlecht gemacht. Was mach ich? Die werden alle zerquetscht. Mach ich? Alle weg. Oh mein Gott. Ich Volltrottel. Ich habe alles verloren. Hilfe. So viele Viecher. Der eine Typ kann so viele Viecher rennen. Ohne selber dabei drauf zu gehen. Oh. Ja, das ärgert mich, dass die keinen so Kontaktschaden... Oder haben die Kontaktschaden und ich habe es noch nicht realisiert? Boah, ist das krass. Ich hab... Man weiß ja nicht so genau. Geht der auch drauf oder geht er erst nachher drauf?
Was mache ich? Das juckt den überhaupt nicht. Die haben keinen Kontaktschaden. Oh mein Gott, verdammte Scheiße. Okay, krass. Ich Volltrottel. Krass, Mann. Hab ich auch gerade gesagt. Ist das krass, ey. Ja, also da sind halt wieder ganz viele Viecher kaputt gegangen, was dann sehr demotivierend ist, aber wir versuchen es weiter. Damit sollte ich auch meine Viecher behalten können. Ist auch geile Geschichte, Gegner in Herzen verwandeln. Sollten wir jetzt einen Raum mit vielen Gegnern bekommen? Ach, damit ist Ace of Hearts gefunden. Das sind nicht viele Gegner. Aber jetzt schön aufpassen, nicht getroffen zu werden. Kann mich gerade gar nicht erinnern, dass ich es okay, was? Temperance, Fragezeichen, sorgt dafür, habe ich danach geguckt, dass man 5 Pilleneffekte hintereinander bekommt. Habe ich natürlich gleich mal ausprobiert. Macht Temperance aus. Explosive. Let's go. Und das sieht dann so aus. Speed up. Relax. Speed down. Tears down. Explosive. Also das war schlecht. Das war insgesamt jetzt nicht so geil. So gar nicht. Also Temperance, Fragezeichen, riskante Geschichte. Two ja. of Spades auch. Ah, ich glaube, hier ist jetzt Schluss. Wieso be- on- Das ist auch was, was ich in den letzten Parts immer wieder, wo ich mich immer wieder aufgeregt habe, dass ich durch aus Räumen rausgehe, wo ich es gar nicht will. Weil da ist die Tür explodiert und dann bin ich versehentlich rausgelaufen. Sorry. I'm dead. Uff. Na, jetzt ist die Tür offen und ich trottel. Wieso be- Oh, nee! Ja, und jetzt verschaffe ich es halt nicht mehr. Die Tür ist aufgesch... Oh, ich hab das nicht gesehen, dass die Tür offen war. Es läuft nicht. Nee, es läuft nicht. Nee, es läuft einfach nicht. Das hast du gut erkannt. Es läuft einfach nicht. Das ist ja meistens so im Gefühl, wenn es einfach gerade nichts wird, ne? Das ist so... Ja, dann lass es doch auch. Weiß ja einfach... Also ich, das sieht so komisch aus. Hättest die Aufnahme einfach lassen sollen. Wer hättest du mehr Zeit gehabt? Würdest du jetzt nicht noch eine Zusammenfassung aufnehmen und noch mehr Zeit verlieren dadurch? Wie wär's damit, ha? 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 Das ist ein relativ normaler Run, in dem wir relativ schnell sterben. Die Herzen sind... Glaube ich. Zur Seite raus. Ja. Ey, weil ich bin schon tot. Wait. Wo bin ich denn da gestorben? Hier jetzt gleich. Ach, Mann. Hey, was war da? Unten links in der Ecke sterbe ich. Was ist da? Ah, der schießt dahin. Ich erledige den und der schießt dahin. Lol. Ja. Deswegen sind wir schon wieder im nächsten Run. Nicht ver- ja. Ja. Nicht kaputt. Der Beste. Schön vorsichtig. Ja. Holy moly. Ah ja. Ach ja, wir haben goldenen Schlüssel, ne, wir können überall rein. Ach so, wir sind eh Basement 1, never mind, vergiss es, was ich sagen wollte. Wir haben 10 Münzen, Shop wäre interessant, Itemraum wäre interessant, wäre alles ziemlich cool. Leider sterbe ich direkt in dem Raum, in dem alle Zugänge gewesen wären. Ich hätte gerne gewusst, was da so alles gewesen wäre, aber hey, wir konnten es halt nicht weiter sehen. Schade. Meine Laune sinkt mit jedem Tod. Das ist Tod. So ein Müll. Meine Laune sinkt mit jedem Tod mehr. Das ist so ein absoluter Müll, ne? Ja, ist ja gut. Wohnung, nichts. Ach ja, hier hätte ich gerne Bomben gehabt und Schlüssel gehabt und irgendwas bekommen, aber ich bekomme einfach nichts. Komm, den Ball of Tar, danke für nichts. Okay, wir machen mal noch eine. Ja. Bei Ihnen Scheißhorn hatte ich schon keinen Bock mehr.
Ones von vor 3, 4 Parts zurück. Ja, die hätte ich auch gerne wieder zurück. Die wir auch geschafft haben. Mit der Geschichte wäre ich gerne zum Bossrush gekommen. Ja, aber wir haben leider beides, also etwas derartiges Schönes gehabt. Das ist auch so ein Solche Raum. Solche Räume machen mich auch wahnsinnig aggressiv, ne? Okay, er sagt selber. Soll er einfach reden? Ständig neuen Müll produzieren? Jetzt, mein Gott. Ja, da oben produziert auch Müll. Piss dich. So. Conan sauer. Conan richtig sauer. Okay. Für den Fall, dass es eine Bad-Trip-Pille ist, gehe ich auf halbe Herzen. Ach du. Und wenn ich dann das lese, mit Eve, ne, da bin ich auch schon wieder so auf, nee, tschüss, ich keinen Bock. Scheiße. Jetzt bin ich überlegen, ob ich überhaupt noch weitermachen soll. Aber ich überhaupt nicht gut. Wir probieren es natürlich, wir versuchen immer das Beste draus zu machen. Das ist das. Und es ist wieder die Spinne. Sie setzt zum Angriff an. Wow. Eigentlich war er nicht die. Welche war es denn dann? Oh, die war's. Guck mal, wie sie sich freut. Wie sie sich einfach freut. Warte mal, das wird mein Thumbnail. Lass mich mal ganz kurz hier ein Thumbnail draus machen. So. Hat jetzt in der Aufnahme irgendwas verändert? Nein. Wir sind bei 41 Minuten, zweiter Part. Oh je, okay. Das ist das, keine Ahnung, dritte oder vierte Mal, dass mich so ein Drecksviech im Sprung besiegt. Ist doch nicht mehr normal. So ist das. Ja, komm. Direkt. Jetzt bin ich sowieso, jetzt bin ich schon im Reset-Modus gelandet. Setrans jetzt. Kommen. Ah, das ist auch so ein Run gewesen. Das ist auch so ein Run gewesen. Wir starten bei einem Planetarium. Alles, was ich will, ist ein Schlüssel. Ich mache auch diesmal nur 2 Viecher. Ich brauche dringend einen Schlüssel. Nee, sowas brauche ich nicht. Ich will nur einen Schlüssel. Was kriege ich im Itemraum? Schlüssel? Bomben. Das ist alles kein Schlüssel. Oh, aber... Oh, da kommt noch ein ganz anderer Fail nachher, wo ich mir dann auch gedacht habe, da wärt ihr super sauer. Wenn ihr das jetzt live gesehen hättet, wärt ihr super sauer. Ich kann dann gleich kommentieren, dass ich mittlerweile weiß, dass es dumm war. Es fällt mir sogar währenddessen auf. Aber kommen wir gleich dazu. Also wir haben ja Homing Bombs. Schlüsselspiel, gib mir den Schlüssel. Ne? Wenn du mich möchte ich nochmal kurz betonen, wir haben Homing Bombs. Dann musst du mir einen Schlüssel geben, Spiel. Ja, Spoiler, das Spiel gibt mir keinen Schlüssel. Der hat mir doch. Warte, doch, ich glaube, ich krieg sogar einen Schlüssel. Ich weiß wieder. Oh ja, Gott. Doch, nevermind. Nevermind, ich hab nichts gesagt. Wir spulen mal ein bisschen vor, denn hier kann ich mir jetzt einen Schlüssel organisieren. Jetzt. Hier organisiere ich mir sogar die Maschine und dann kommen wir hier runter und wir bekommen Jupiter. Jupiter ist ein schönes HP ab, gibt 2 Herzen dazu. Außerdem wird man fett und droppt so Gas. Leider wird man dadurch verdammt langsam. Okay. Also ist eine interessante Geschichte, aber wie gesagt, man wird leider dadurch ziemlich langsam, was schlecht ist. Okay, was macht Weight Goes Up? Hier können wir erstmal jetzt alles. Und übrigens, wir haben zwischendurch goldene Bomben bekommen. Wollte ich kurz mal feststellen. Rückholen. Goldene Bomben und Homing. Ich will es nur kurz betonen. So, weil ich will es nicht alle einsetzen. Und wir haben den Kollegen hier. Und ich schieß und verliere Viecher und schieß und verliere Viecher. Ich Vollidiot hab goldene Homing-Bomben. Du! Der Rest macht es. Da fällt's mir dann ein. Oh, ich bin Fuck. Ich
Warte mal, wie viel wir verloren haben. Fast alle Herzen weg, alle Viecher weg. Wie viel ich hätte haben können. Ich hatte 3,5 Herzen. Ich hätte komplett mit goldenen Homing-Bomben hier arbeiten können. Der Run könnte jetzt noch laufen. Der Run hätte wirklich noch laufen können. Der war nicht schlecht. Bis auf, dass ich halt hier einfach alles verloren habe, weil ich dumm bin. Das ist nicht was. Da ist es mir jetzt aufgefallen. Als ich die gespawnt habe, durch die Maschine, ist es mir aufgefallen, dass ich ja Bomben habe. Ich wollte. Oh, ich bin ein Trottel. Oh, ich bin ein absoluter Trottel. Oh, ich bin ein absoluter Trottel. Ja, ich hätte alles noch haben können. Ich hätte alles noch haben können. Oh, das ist mir jetzt ein bisschen spät eingefallen, dass ich so kämpfen kann. Ah, ja. Das war blöd. Ja, das war richtig. Oh Gott, das war richtig blöd. Oh Gott, das war richtig blöd. Mhm. Ja, und leider bin ich halt langsam. Wir brauchen ganz schnell Viecher. Leider bin ich halt langsam. Leider kommt hier halt eine Treubombe raus. Und leider komme ich halt nicht schnell genug weg. Jo! Ja, keine Chance. Okay. Jetzt stellt euch einfach vor, ich hätte da vorher die ganze Zeit mit goldenen Bomben gearbeitet. Das hätte laufen können. Wir hätten in dem One noch sein können. Der Part könnte noch nicht zu Ende sein. Ist aber an dieser Stelle. Schade. Okay, keine Chance, da kam ich nicht mehr raus. Dafür war ich zu langsam. Hm. Ja, da habe ich dann diese Aufnahmesession beendet. Und wir gehen in die nächste Aufnahmesession rein. Ich hoffe echt, ich kann ein bisschen schneller zusammenfassen jetzt. Ey, das dauert sonst wieder 2 Stunden, die Zusammenfassung. So, hallo, wir machen weiter. Wobei, wir sind bei 46 Isaac Minuten. Repentance. Und ich kann nichts drücken. Jetzt. Läuft nicht gut bei uns aktuell. Läuft nicht gut? Ja. Swash zu bekommen. Das ist nur bei... Das passt das ganz gut zusammen. Ja. Und ja, es ist kompliziert. Das passt das ganz gut zusammen. Ja, ich dachte, ich habe was Lustiges gesagt, aber es war nicht lustig. Okay. Es ist... Sicher Faust. Problem, das ist das Gefährliche, was... Schön ist jetzt auch im Moment das Item, was wir haben, was dafür sorgt, dass alles zu uns kommt. Ah ja, ich hatte den Magneten, der ist cool. Und ich hatte auch dieses Faust-Item, das ist auch cool. Das ist das Problem. Das ist das Gefährliche, was ich mache. Das ist auch ein One, den ich gerne noch weiterspielen würde. Aber ja, es hat leider schief gelaufen. Das ist genau das Gefährliche. Oh Gott. Hätte ich eigentlich schon resetten können bei dem Item. Aber ich habe dann hier blaue Herzen bekommen. Also machen wir halt weiter. Automatisch, dass man die ganzen Dinge auslöst. Weil man halt die hohe Tierrate noch... Oh mein Gott. Weil man halt... Genau das ist das Problem. Weil ich nächstes Mal versuchen und nicht noch mehr... Oh mein Gott. Schlecht gespielt. Gott, jetzt wäre ich fast ins Feuer gelaufen. Ne? Das wird sehr ungünstig, weil der die Viecher killen wird. Okay, wir kriegen ihn. So, haben wir irgendwas auf der Map noch rumliegen? Herzen oder so? Nein, weiter. Ja, da habe ich mich gefreut. Schönen Schlüsselraum bekommen, aber leider mit Müll drin. Insofern, ja, ne? Das ist schade. Kann ich sagen. Verglichen zumindest mit dem Trinket, was ich hatte, nämlich dieses Schild-Trinket. Das finde ich halt ziemlich cool. Für... Okay. Da war dann wahrscheinlich wieder Schluss, ne? Ja, auf die kaputt zu machen. Ich laufe irgendwo. Gucken wir uns den Raum nochmal von vorne an. Wobei, na, wir haben eigentlich... Wir haben es schon bis da nicht so viel Zeug mehr. Oh, nee. Aber diese Steindinger sind so nervig. Mit dieser Kombination. Als normaler Gegner ist es ja alles okay, aber so... Auf die kaputt zu machen? Ja, so war ich halt wieder aufgeregt und habe versucht, die rauszuholen. Und dabei laufe ich selber dann da rein. Oh, schöner Start mit der Kerze. Oh. Es ist halt gut, man kommt hier wieder raus. Oh, bitte ja. Bitte hier schön rauskommen, ohne Probleme. Nimm die schon mal an mich.
Leider werde ich direkt wieder getroffen. Nein! Mist, Spinnen, Drecksviecher. Mann, hasse euch. Okay, wir müssen hier jetzt... Kerze ist ja gut, ne? Gut. Schauen wir mal, ob wir überleben. Kommen. Die Kerze ist ein guter... Gute Basis! Ja, so viel zur Kerze. Aber wie soll ich auch anders? Ich muss alle Herzen opfern. Wie soll ich anders? Das ist das, was ich nicht verstehe. Wie soll ich anders die erste Stage, also die erste Ebene hinkriegen, wenn ich nicht hier alles einsetze? Ja, und vor allem, wie soll man das so schnell schaffen? Ich muss das ja in 20 Minuten bis zum Mom schaffen. Das ist echt schwer mit Eve, muss ich gestehen. Also, puh. Das ist genau das, was ich nicht verstehe. Ich brauche diese ganzen Dinge am Anfang. Ja, jetzt verschiebe ich natürlich das Fass, weil ich halt nicht mehr dran denke, dass wir Speedrun machen, aber trotzdem ist es ja manchmal nützlich. Ich brauche die. Die Räume versuche dann bin ich ja ewig in so einem Raum. Also, Raum, ja, ich darf da absolut nicht reinrennen in die Wenn Dinge, ich den Boss rausche, brauchen wir als erstes finde, fange ich halt mit dem Bossraum an. Verzieht, okay. Dauert trotzdem 3 Jahre, bis wir den besiegt haben, gibt ein HP ab, das ist natürlich schön, kann ich mehr Viecher generieren. Und dann auf jeden Fall das blaue Herz holen. Dann gibt es hier nochmal ein HP ab dazu, auch schönes okay, Sachen. Also bisher ist das ganz okay. Was passiert. Bisher ist das ganz okay, was wir hier haben. Der Herz noch übrig, das hätte ich gar nicht. Flash nicht so nützlich, aber kann man mal mitnehmen. Wir haben ja kein anderes Spacebar-Item. Und wir haben recht viele. Wir gucken mal, ne, die Armee ist recht gut. Ganz schnell eine Bombe. Dann öffnen wir die Tour halt nicht. Armee wird größer. Auch Viecher kaputt zu machen. Wir haben gerade richtig viele Viecher. Es ist sehr, sehr geil, dass wir so viele Viecher haben. Ja, da freut sich der Conan auch. Ich frage mich gerade, wann sie alle weggegangen sind, aber wir werden es ja gleich feststellen. Aber wir müssen sie auch... Oh mein Gott, ich habe keine Bombe, Mann. Aber wir müssen sie auch behalten. Spinnenraum verlieren wir hier ein paar? Nee, ne? Nee. Der Raum läuft, ja. Wir müssen sie auch behalten können. Ach! Ja, wenn ich den Raum schon wieder sehe, ne? Für Eve ein ganz furchtbarer Raum. Ich meine, erklärt mir, wie der Raum ordentlich gespielt wird, ohne Viecher zu verlieren. Ich gette es nicht, aber schaut euch an, wie ich ihn spiele. Und ich mach's jetzt unkommentiert. Hört einfach dem Conan im Video zu. Ich sag dazu gar nichts mehr. Die sind jetzt alle da in der Mitte. Boah, ich weiß nicht, wie ich jetzt hier durch soll, ohne dass das hier komplett schief geht. Ja, weil genau das ist es. Genau das ist die Scheiße. Hier verliere ich jetzt Viecher. Nein! Habt ihr das gesehen? An der Spinne sind so viele Viecher drauf gegangen. Das ist so zum Kotzen, dass die so schnell kaputt gehen. Aber wie... Boah! Okay, wie soll man diesen Raum anders spielen? Der Raum ist furchtbar. Junge! Der Raum ist absolut furchtbar gewesen. Wie viel man da verliert, ne? Also ich, klar hätte ich den bestimmt anders spielen können. Hätte ich eine Bombe gehabt, hätte ich mich rausgesprengt. Safe call, aber hatte ich halt nicht. Wenn jetzt nicht zufällig eine Poop oder so kommt, dann nützt mir übrigens mein Spacebar-Item gar nichts. Ja, super. Nein, der läuft jetzt alles kaputt. Oh, ich könnte schon wieder kotzen. Meine Nerven, ey. Ja.
von dem, was wir alles hatten, fast nichts mehr übrig. Natürlich nochmal HP ab, alles ganz nett so. Und so. Aber lief halt schon super schlecht wieder. Was ich aber mal kurz machen kann. Oder ich, das ist doch alles Müll. Wow, der ganze Weg war Müll. Weg war Müll, Sachen umsonst verloren. Scheiße. Das war ein anderer Run. Boah. Mann, ich bin auch wieder viel zu langsam. Wie soll ich denn so den Speedrun? Ja, okay, scheiße. Jetzt habe ich mich in Rage geredet und war unkonzentriert. Natürlich kacke. Okay, wir brauchen wieder eine Bombe. Nein! Wir brauchen ganz dringend wieder eine Bombe. Sollte ich den hier überleben? Sonst hat sich das eh erledigt, alles hier. Shit, ich verliere alles. Ich verliere schon wieder alle Viecher. Ach, ist das ein Müll. Naja, man sieht schon, ne? Ach, der Raum dauert jetzt 3 Jahre, bis ich da durch bin. Spitze. Was soll ich jetzt machen? Ja, jetzt gehen wir zum Boss. Wird super laufen. Kann ich gar nichts machen gegen den jetzt. Ja, das kann ich auch lassen. Gut, ich könnte ihn messern vielleicht. Ja, gut gemessert. Ich meine, er ist draufgegangen, aber ich auch. Hat jetzt nicht so Bock drauf gehabt. Naja. Ich glaube, jetzt bin ich langsam in der Phase, wo ich dann ganz oft hintereinander resette und alles mögliche. Itemraum. Schade. Na oh. Ja, jetzt sterbe ich die ganze Zeit hintereinander. Es geht einfach viel zu schnell, wenn man da nicht... Braucht man... Kann es auch gerade nicht ändern. Wenn ich das will, es ist an sich cool. Recht viele Herzen, ganz coole Geschichte, ne? Ganz netter Start. Die Bomben sind auch ganz cool. Der Raum, solche Räume sind ganz kritisch, weil die Viecher komplett auseinanderziehen. Und dann wird mindestens jetzt einer drauf gehen. Boy. Weil ich die Dinger ja nicht kaputt machen kann. Die Steindeppen da. Steindeppen. Oh Gott sei Dank. Was war das für eine Karte, Tempel? Nur für mich ausweichen. Nutzlos ja, für unsere Zwecke. Ah, das ist auch wieder, ne? Da habe ich dann die Bombe gesetzt, weil das Viech einfach nicht zu mir kommen wollte. Das kostet mich alles Zeit. War mir jetzt echt zu dumm, das Ganze. Ist. Oh, okay. Da habe ich das Poke-Package-Dings gekauft, was ganz cool ist. Oh, nice. Da habe ich schon gesehen, blauer Stein unten, also Bombe noch setzen. Aber das Spiel ist ja so nett. Und setzt selber eine Bombe dahin. Insofern, hey, cool, muss ich es nicht selber sprengen. Okay, perfekt. Das Spiel hasst mich. Ich hätte halt gedacht, der reißt ihn mit in die Luft, aber gut, dann halt nicht, ne? Dann halt nicht. Alles für Boss? Den Magician. Nix Boss. Auch nicht so nützlich. Also nützlich schon, aber nicht Bombe und einen Schlüssel wert. Nein, geh nicht in die Gegner. Ich darf nicht die Gegner laufen. Das ist ganz gefährlich, diese Scheiße da zu treiben. Nicht treffen lassen. Ist auch. So enge Räume mit den Viechern, die sind dann halt so schnell kaputt, ne? Ich will die Viecher behalten. Aber in solchen Räumen ist das furchtbar. Genau. Mann! Er ist richtig sauer. Ach, jetzt habe ich den. Jetzt, wo ich Flat nicht mehr habe, weißt du? Ach, das ist doch... Echt mal.
Endlich sagt's mal einer. Nein! Oh ja, okay. Irgendwo herkriegen. Und ich bin halt wieder nur mit dem halben Herz, aber was soll ich tun? Verlust. Schnell mir hier mein Zeug kaputt machen. Weil der. Ich hätte vorher das eine Herz noch setzen sollen, weil der voll auflädt, aber es ist in Ordnung. Spawnen lassen. Okay. Okay. Raum. Das ist dann schon wieder ganz furchtbar, dieser Gang hier. Mein Kommentar spricht für sich. Geht halt auch wieder ein ganz schlimmer Raum für die Viecher. Oh. Ey, wie eine Schulklasse beim Wandertag. Da war er wieder sauer. Mann! Ja, aber auch hier, wie soll man da vernünftig reinkommen? Wenn du reinläufst, wirst du abgeschossen, wenn du getroffen von den Drecksspinnen, hast keine Chance. Hör auf! Wenn du dran vorbeiläufst, werden die Viecher abgeschossen, ohne dass du triffst. Das ist alles Müll. Ich hätte einfach die Bombe setzen sollen, ganz ehrlich. Ich mach den erst oben. Das war es. Viel zu schlimmer Raum. Viel zu schlimmer Raum. So eine Kacke. Ja, ja. So ein Rotzraum, ey. Gott, könnte ich mich über solche Räume aufregen. Herzenstechnisch bin ich ja zufrieden. Herzenstechnisch bin ich ja einigermaßen zufrieden im Moment. Okay, Speeddown kann ich verkraften. Es gibt Schlimmeres. Halten und auch noch Viecher reduzieren. Aber das ist auch wieder so ein nerviger Raum. Das sind alles Sachen, das hat mich so aufgeregt. Oh Gott. Aber hört es euch einfach an. Was ich absolut nicht verkraften kann, sind Räume, die mich megamäßig aufhalten und auch noch Viecher reduzieren. Und die dann auch noch so dumm zu spielen sind. Alter, hör! Junge, ich habe schon wieder so viel. Hör auf mit der Scheiße da oben. Er ist richtig sauer. Oh mein Gott, ist der sauer. Weg mit dem Mist. Dreck. Okay. Schön, da so eine Scheißspinne. Mach, dass du wegkommst. Eine Spinne kann mir die ganzen Dinger kaputt rennen, ey. So. Ich muss aufpassen, dass der mich nicht trifft mit seinem Kack. Und deswegen müsste es ja möglichst eh nicht mehr schaffen. Wenig viel Geld, was da fehlt. Also schon versaut haben. Weil ja, wir sind mal wieder in den Caves. Was soll ich denn machen dagegen? Ach ja, das ist auch wieder so ein dummer Raum. Mann! Was soll ich denn machen dagegen? Bruder, ist das Kacke. Auch ein ganz schlimmer Raum. Na, da haben wir den wieder bekommen, richtig. Da haben wir den wieder bekommen. Die bleiben erstens überall hängen. Das ist für den Charakter auch ein ganz schlimmer Raum. Das ist... Okay. Oh, will ich... Ja, komm, scheiß drauf. Ja, jetzt nehme ich das Bob's Brain mit, was natürlich... Schwierig ist, aber kann halt auch nützlich sein. Wie zum Beispiel hier. Ja, wir gehen direkt weiter. Da habe ich den Babylon-Effekt bekommen. Also den hat ja Eve sowieso so ein bisschen, aber ja, da habe ich das Item dazu bekommen. Ich weiß es nicht, was das ist. Also sobald ich unter einem ganzen roten Herz bin, kommt die Verwandlung. Egal wie viele blaue Herzen man hat. Insofern ist das ganz cool. Ich hasse das so sehr, dieses Tür aufsprengen und dann versinken. Ach, das ist mir hier wieder passiert. Da habe ich mit der großen Bombe, habe ich die Tür da rechts gesprengt und bin versehentlich rausgelaufen. Ach, oh, ich hasse das so sehr, dieses Tür aufsprengen und dann versehentlich durchlaufen. Das ist so dumm. Das war auch jetzt nicht meine Absicht. Mann. Ich glaub's ihm.
Dann gehen wir halt erst den Weg. Gehen wir erst den Weg. Ich okay, weiß jetzt, wie der andere Raum aussieht. No, nein, Tearsdown ist Katastrophe. Ah. Hab ich wieder Tearsdown kassiert, okay. Ah ja, und hier der ist Raum nichts, ist auch komplett ist useless gewesen. Drin, ne? Mein blaues Herz. Jetzt der Raum nochmal. So lassen. Reduzieren der Raum. Das ist auch ein kritischer Raum für die Viecher, weil die Viecher die ganze Zeit weiterschießen. Also die Steinviecher. Erstmal die Tatzen. Ach, mein Viech ist in mir. Ah, da wollte ich gucken, was da am Anfang des Raums passiert ist. Erzähl ich's. Ich hab mich selbst gesprengt. Ja, okay, alles klar. Never mind. Nein! Muss man halt gestehen. Oh boy! Okay. Und ja, nicht okay, weil ganz viel in mich reingegangen ist. Mann. Gut. Also nicht gut, weil wir immer weniger Viecher haben. Aber ich kann es halt nicht ändern. Nicht so geil. Ja. Gördi. Läuft mit Bobs Brain eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Wenn mein Brain wiederkommen würde, dann könnten wir es hier beenden. Ich meine, es ist okay. Die Chance. Auch hier wieder. Satan-Deal, ich gehe rein. Ich wollte eigentlich nur ein bisschen ausweichen wegen rotem Feuer. Angenommen, da wäre jetzt was ich unbedingt hätte kaufen wollen. Ich habe wegen dem schlechten PhD schon ein bisschen nachgedacht. Das wäre eine Idee gewesen. Aber ich sag mal, mein Finger hat mir sehr schnell selbst die Entscheidung abgenommen. Allerdings. Ich wollte nur ein bisschen ausweichen, falls das schießt. Nur ein bisschen ausweichen. Aber ihr seht schon, wohin ich laufe. Ich meine, es ist okay. Ich glaube, da war nichts weiter. Ich glaube, da war nichts weiter. Aber ich wollte nur etwas zurückweichen, nicht durch die Tür. Ja, mit nichts weiter meinte ich die schwarzen Herzen. Weil die Items PhD so wäre eine Idee gewesen, also das schlechte PhD. Aber, naja. Jetzt suche ich noch Itemraum ab. Schön. Aber dass wir dadurch eine volle Aufladung bekommen, ist sehr gut. Da haben wir dann die roten Herzbomben gefunden. Da, weil und sind zeitlich eh schon kacke, deswegen habe ich gedacht, jetzt spiele ich normal weiter. Wir versuchen halt noch Beast. Also suche ich jetzt so Sachen wie Item, Geheimraum und so weiter. Okay. Das habe ich jetzt spontan ein bisschen verdrängt, dass der das macht. Dann haben wir hier ein bisschen gespielt und so die halbe. Na, wie gesagt, jetzt ist mein Ziel, halt noch Beast zu schaffen. Dafür brauche ich blaue Herzen. Wo war der Raum bitte nicht fertig? Ach, das wollte ich auch mal nachschauen. Genau. Wir sind aus dem Raum hier. Das verstehe ich jetzt bis jetzt nicht. Okay, können wir uns das mal gemeinsam angucken? Da ist hier dieses ganze Viecherzeug, so, ne? So. Die gehen hier alle kaputt. Zack. Dann schieße ich die kaputt, dann schieße ich die kaputt. Dann schieße ich den kaputt. Ach, der lebt noch, der ist ganz klein. Links von mir ist der ganz winzig. Der lebt noch. Die Tür ist offen, weil sie aufgesprengt wurde. Unter mir ist er jetzt. Seht ihr den? Ganz, ganz winzig. Der lebt noch. Jetzt ist er groß geworden. Und ich habe ihn gar nicht mehr gesehen. Ja, jetzt gehe ich raus. Und deswegen ist der Raum nicht fertig gewesen. Ich verstehe. Ich wundere mich nämlich gleich, warum der Raum nochmal neu losgeht. Dürfte doch jetzt nicht so schlimm sein, hier durchzulaufen. Darf ich. Hä, wieso? Was? Nicht weiter schlimm, aber... Wo war der Raum nicht fertig? Ich hab's nicht verstanden. Jetzt hab ich's verstanden. Hä?
Der Vermittler, den ich habe, der macht die Viecher klein und ja. Den habe ich nicht mehr gesehen. Bitte nicht fertig. Ja, haben wir gerade geklärt, Conan. Guckt das Video. Schien mit, weil die. Nee, oh Junge! Drecksding, ey. Ach, auch kein guter Raum für meine Viecher. Der ist. Mir auch denken können. Ah, und hier bin ich gestorben. Okay. Aber ich musste wieder schlauer sein. Weil ich mich ich habe mich gesprengt. Das sehe ich doch jetzt schon, dass ich mich da gesprengt habe. Okay. Shit. Ja, und damit ist dieser Part hier auch beendet. Wir sind bei 1:10. Einen Part haben wir noch zum Zusammenfassen. Kriegen wir noch hin. Alles klar, Conan. Alles klar. Sag ich noch was? Es läuft nicht. Okay. Gut. Danke für die Analyse. Gut, ja, wir haben aber, der nächste Part ist auch ganz kurz, 30 Minuten. Das heißt, das kriegen wir in 10 Minuten zusammengefasst. Das ist auch der Part, den ich gerade eben aufgenommen habe. So, hallo. Den ziehen wir uns jetzt auch noch rein. Keine Ahnung, ob ihr den Part hier als Part seht oder als Zusammenfassung. Denn aktuell. Wir sehen ihn als Zusammenfassung. Also so gar nicht. Der Versuch mit ihm. Alter, Winstreak minus 36 wahrscheinlich, oder? Holy shit. Einen. Ach, das hat mich richtig also so geärgert gerade. Der Versuch mit ihm. Wir haben wieder Little Horn. Wir haben dieses geniale Item Little Horn wieder. Leider gibt's in dem Raum nicht nur Little Horn. Einen. Oh mein Gott, wir starten. Oh nein. Okay, wir starten nicht mit dem Ding, weil ich jetzt zweimal getroffen. Ich muss noch einmal raus. Schon vorbei. Leider kein Little Horn für mich. Okay, es gibt mal ein bisschen durch. Das ist hier alles nicht so spannend. Ich wüsste nicht, wie wir da jetzt noch das Geld bekommen sollten. Absolut nicht. Wir haben als Item bekommen, dass Gegner zu so Dingern werden. Jetzt habe ich hier lieber mal die Pandoras Box eingesetzt. Wegen Energie und so, ne? Weil sonst wird es hier zu kritisch. Auch sehr angenehm ist. Ich hätte jetzt eh nicht bis zur Untermarm mitgenommen. Also, ne? Deswegen habe ich sie mal lieber eingesetzt direkt. Das mit den Knochen ist ganz cool, muss ich sagen. Ist ein ganz netter Effekt. Ist jetzt kein Item, was ich super krass finde, aber ja. Damage Up ist natürlich auch schön, plus HP Up, alles in Ordnung. Wir haben recht viele Viecher, ne? Wenn sie nicht wieder in die Spinnen reinrennen würden. Wie viel waren das? 2 oder 3? Wie viel hat der mir gekostet gerade? Schaut euch das mal an. Ich lauf los, Spinne läuft rein. 2 Viecher hat sie weggenommen. Ohne dass sie dabei drauf geht. Die nimmt die einfach raus. So, die läuft da durch. Juckt die überhaupt nicht. Ich finde es so zum. Habe ich jetzt bestimmt in den letzten Parts, aber ich weiß nicht, ob ihr es halt hören werdet. Weil ich vielleicht eine Zusammenfassung mache. Sie hören es jetzt, obwohl du trotzdem eine Zusammenfassung machst. So ein Ding ist das. Ich finde es so zum Kotzen, wie diese kleinen Spinnen einfach mehrere von den Viechern einfach wegkillen können. So, die sterben dabei ja nicht mal. Die killen meine Viecher, eins nach dem anderen weg, aber die gehen überhaupt nicht drauf. Okay, wir werden zu Ende, danke. Sagen da eigentlich, böse meine Viecher kaputt laufen, wenn ich nicht aufpasse. Aber wir sind recht gut ausgestattet, würde ich sagen, im Moment, ne? Läuft eigentlich ganz gut. Ist okay so. Schönes HP ab gibt's noch hinterher. Versuch auf den Eckgott, oh mein Gott. Wir holen natürlich noch den Itemraum. Ja, okay, das ist nicht so. Das hat mich mega geärgert. Ich lauf rein, schieß natürlich. Regenbogenpup.
Normalerweise wäre es nicht so schlimm. Ich bin voll gut. Viel Energie werde ich nicht mehr verlieren. Aber ich hätte ja 8 Viecher generieren können und dann erst den Regenbogenpup einsetzen. Oh boy, das war scheiße. Ja. Aber ich hab's halt vorher nicht gesehen. Ich hab's halt vorher nicht gesehen. Das ist echt ärgerlich, weil das hätten 8 Viecher mehr jetzt sein können. So. Da ist mein Itemraum. Bisher habe ich noch alles. Da bekomme ich die Pilzbottle. Bisher habe ich halt auch noch alles. Wenn ich mit und ewig ist nicht gut, wenn ich Bossraum. Boss jetzt wieder böse reduzieren meine Viecher. Energie ist auch noch in Ordnung. Ich glaube, ein paar Viecher werden hier getroffen, aber ich glaube, es geht. Ja, es geht. Okay, Bossraum. Ja, war denn jetzt hier das Boss? Das war die falsche. Weiß es wollte nicht hier mehr. Oben setzen. Schade. Dann probieren wir mal kurz noch den hier. Ja, okay, dann lassen wir es. Genug Bomben verschwendet. Dann lassen wir es. Ach, er war es, ja. Relativ normaler Kampf, glaube ich. Gar nix. Ah, ich habe ein paar Viecher verloren sogar. Was ist da passiert? Ah, okay. Ja, okay, er rasselt halt voll nämlich rein. Ja, okay, in Ordnung. Muss ich akzeptieren. Ah, Engelraum dafür wenigstens. Schade. Muss ich akzeptieren. Haben wir bekommen. Gar nichts. So. Dann schnell weiter. Oh, Junge. Ach ja, der Raum. Ja, okay, der Raum kam. Der Raum kam. Die schießen ja leider mit Zielsuchdingern. Und ich kann dem ausweichen. Aber meine Viecher halt nicht. Ganz schlecht. Weil die beide halt gezielt schießen. Ja, das wird jetzt nicht gut gehen hier. Wobei, so schlecht lief es gar nicht. Ich hatte das schlecht in Erinnerung, okay. Ist in Ordnung, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Ich nehme die Left Hand mit, dass Kisten zu roten Kisten werden. Doch. Da habe ich scheinbar wieder ein bisschen was verloren zwischendurch. Okay. Okay. Da geht's nicht weit. Nein. Da gehen wir so raus, da gehen wir so raus. Ach ja, da habe ich jetzt angefangen, mich rauszusprengen aus Räumen, weil halt Räume scheiße sein können. Boah. Ich wollte schon sagen, der ist alleine, wird nicht für den Raum reichen. Natürlich nicht. Noch ein scheiß Wurm hier rumspringen. Aber er ist richtig sauer. Alles ist jetzt scheiße. Okay, gut. Halbes Herz, okay, gut. Item Raum uns anschauen. Fragezeichen hatten wir, glaube ich, schon mal. Weiß ich aber schon wieder nicht mehr so viel. Ah, jetzt kommt die, genau, jetzt kommt die, die Scroll. Die ist ja auch eine riskante Geschichte, aber da ich eh gerade auf riskantem Ding unterwegs bin, nehme ich die lieber mit und setze sie auch ein und bekomme erstmal ein blaues Herz, weil sich die Kristallkugel ausgelöst hat. Deswegen ist jetzt auch die Karte aufgedeckt. Dass wir gerade den Crystal-Ball ausgelöst haben. Was schön ist. Was auch schön ist. Es gibt... Im Kranenspiel gibt es das All Stats Up. Das hätte ich schon gerne, ne? Oh boy. 5 Münzen für ein Rad. Das Rad wäre halt insane. Nee. Und ich hab's einfach bekommen. Ich hab's einfach bekommen. Ich hätte natürlich jetzt noch dran denken sollen, dass mir die Herzen voll auffüllt. Ich hätte also vorher Viecher generieren sollen. Habe ich leider nicht gemacht, aber schaut euch mal an, wie viele Herzen wir haben. Voll gut. Ist nicht zu fassen. Ist nicht zu fassen. Ich weiß gerade nicht, ob ich in der Zeit jetzt eigentlich noch auf Bosswash-Kurs bin, weil ich jetzt Zeit verschwende. Ich bin mir nicht sicher. Dass wir das jetzt bekommen haben, ist nicht zu fassen. Oh mein, was ist denn jetzt los? Okay, wir sind bei 12 Minuten Flooded Caves 2. Ja, das ist, glaube ich, sogar in Ordnung. Okay. 12 Minuten, wir sind in Caves 2. Oh mein Gott.
Furchtbarer Raum, komm, spreng dich raus. Wir haben jetzt halt eine schöne Tiersrate schon wieder. Okay, er spielt das Schießen schon mal viel einfacher macht. Furchtbarer Raum, bitte spreng dich raus, danke. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wann der Raum, wann der One schief gegangen ist. Müssen wir gleich mal analysieren, was da passiert ist alles. War nicht wie ich wollte, aber ist in Ordnung. Ist in Ordnung, ist in der Ordnung. Der war ja gerade erst, ich weiß es schon nicht mehr. So, die Scroll macht genau, was sie soll. Hat ein schönes Item ausgelöst. Auch sehr in Ordnung, was da passiert ist gerade. Da ist mein Engelraum. Engelraum, Knochenherz, alles cool. Richtig viele Herzen, sehr schön. Freue ich mich. Das ist jetzt nicht das beste Engel-Item, aber kann man natürlich mitnehmen. Gut, aber ich hätte mir jetzt über ein Sacred Heart natürlich mehr gefreut. Dann wäre der One wahrscheinlich noch am Leben. Ich weiß jetzt gerade echt nicht, wann ich so viele Herzen verloren habe. Müssen wir mal gucken, was da passiert ist. So weit waren wir jetzt schon lange nicht mehr. Es war gerade eben und ich weiß es nicht mehr. Das gibt's noch nicht. Was ist denn da schiefgelaufen? Das ist schon wirklich richtig lange nicht mehr. Es ist, als wüsste die Sea-Scroll, was ich brauche für die Räume. Es ist, als wüsste die Sea-Scroll, was ich brauche. Was ist hier los? Okay. Wollen wir... Ja, es ist ja nur ein Knochenherz. Wir probieren es aus. Ich glaube, jetzt gehe ich... ich gehe da rein, okay. Ach, okay. Jetzt bin ich, glaube ich, wieder zu dumm, da eine Bombe zu setzen. Vorsichtig. Vorsichtig? Oh, ich hasse das. Dass ich da immer so versehentlich reinlaufe, Mann. Aber ist okay. Ist nicht schlimm. Alles in Ordnung. Naja, in Ordnung ist es nicht, aber ja. Knochenherz ist erstmal geschützt. Und das ist das, was ich am Anfang des Parts meinte. Mittlerweile weiß ich es ja, deswegen habe ich es jetzt auch gemacht. Ich kann ganz normal weiter meine Herzen opfern. Das Knochenherz wird dadurch nicht konsumiert. Halt, wir müssen hier getroffen zu werden. Okay. Nee. Alles weg, wir haben keinen. Was habe ich jetzt gemacht? Bin ich. Auch interessant. Aber es gibt halt auch Space-Items, die gefährlich sind. Deswegen, ich bin jedes Mal so ein bisschen, soll ich oder soll ich nicht? Ne? Ist schwierig. Okay, ja, nach unten gehen wir mal weiter. Ach so, ich mache immer Pause, um zu überlegen, was ich weitermache. Deswegen, damit die Zeit nicht weiterläuft, klar. Okay. Brauchen wir nicht. Warum haben jetzt meine Viecher schon wieder verloren? Da gehen wir jetzt gar nicht erst rein. Da sieht aber gut aus, ne? Na, irgendwo da wahrscheinlich, egal. Langsam, wir sind zu langsam. Ja, das kommt noch dazu. Shit. Ich glaube, von da aus haben wir noch 18 Minuten oder so und sind in Ebene 1 erst von Devs. Also. Okay. Wenn, weil wir zu langsam sind, müssen wir hier wieder ein bisschen schnell. Nein, geh weg da oben. Ja, das ist der Weg zum Boss, wie ich es gesagt habe. Aber das schaffe ich doch nicht mehr. Okay. Experimental Pill. Da haben die Scheiße, das Blödsinn. Nee, komm, Abflug. Rein da. Kurz noch generieren. Ja, 18 Minuten 13. Hä, was erwarte ich? Ich bin zu langsam. Ich schaff's nicht. Ja, was erwarte ich denn? Shit. Das ist das Problem, was ich meine. Es ist so schwierig. Da. Kommt der Retalk. Oder auch schnell nicht. Hinzukommen, weil ich will mit ihm eigentlich, mit ihr will ich eigentlich Zeit haben, um alles zu organisieren.
Deswegen ist ein Speedrun mit ihr echt schwierig. Das habe ich am Anfang vom Video auch schon erzählt. Mensch. Also man könnte meinen, die Person, die da redet... So, wir haben Ton, wir haben Bild, wir machen weiter. Bye. Was habe ich jetzt gedrückt? So, hallo. Wir haben jetzt... Hey, beim Video abspielen? Ja, moin. Ey, ich wollte gerade sagen, man könnte meinen, die Person, die da redet, ist die Person, die hier gerade aufnimmt. Ja, also wir schaffen den Boss natürlich, so alles cool, aber wir haben halt die Zeit nicht. Jo, wieso habe ich die ganzen Viecher verloren? Was ist da? Okay. Ach, weil ich den Typ nochmal bekämpfen muss. Na, dann können wir noch Shop suchen. Ja, jetzt gehe ich so, jetzt bin ich so, okay, wir spielen dann halt Beast. Ja, dann spielen wir doch den Raum hier noch. Jetzt muss ich doch durch den Raum durch. Ich glaube, jetzt verliere ich die ganzen Herzen. Weil ich die Viecher generiere und die haut es mir wieder weg. Ja, ja, ich sehe schon. Naja. Weil dann gehen wir jetzt... Dann spielen wir hier ein bisschen durch. Kein Kampf. Im Itemraum war übrigens dieses Flat-Item, was ich so habe liegen lassen. Dass das Ding explodieren könnte. Deswegen gucke ich jetzt auch in den Würfelraum, stelle fest, dass da die 4 drin ist. Das bedeutet, ich kann die Pedestal-Items rerollen und das nutze ich auch. Da habe ich dann den Breath-Tooth-Breath-Dings-Gift-Atem da bekommen. Und ja. Jetzt sind wir also in Depths 2 oder Danked Depths 2 ist es, glaube ich. Hoppala. Die Scroll hat mich teleportiert. In diesen Raum. Und der Raum, die Viecher da, die schießen auf mich, sobald die mich sehen. Und das ist halt für meine Viecher wieder sehr tödlich. Ich hoffe, der Raum gilt jetzt trotzdem als geklärt. Muss ich mir jetzt mal genau anschauen, weil ich habe nur im Augenblick immer gesehen, wie die gestorben sind. Was mache ich denn hier oben alles? Hilfe, warum gehe ich denn nicht weg? Guck mal, jetzt habe ich hier noch 5 oder so. Sind die doch nur so wieder nur meine Viecher. Jetzt trenne ich die so ein bisschen auf, das ist sehr ungünstig und ich glaube, der Typ... Doch Müll. Frisst jetzt gleich die ersten. Nee, doch nicht. Ah, doch der frisst jetzt. Ja, guck mal hier. Da habe ich wieder Viecher verloren. Ach, ist das kacke. Der hat schon einen gefressen, der frisst den nächsten. Ah. Doch, schwer gegen die anzukommen da. Es ist so kritisch, mit ihr Zeug zu verlieren. Mist. Das ist so kritisch, aber was soll's. Oh Gott, schon wieder der. Ich glaube, in dem Raum bin ich gestorben oder so. Oh, die Dinger kommen ja so angerollt. Oh nein. Habe ich komplett verdrängt, was die machen. Auf jeden Fall verliere ich haufenweise Energie. Aber da bin ich halt auch schon wieder so demotiviert. Ei, ei, ei. Weil alles doof gelaufen Scheiße. Ist danach. Oh Gott. Ja, das ist, glaube ich, mein Todesraum. Ich habe mir gedacht, dass das eine Kombination ist. Gehört es für mich damit dazu, aber... Nee, ist nicht mein Todesraum. Aber fast. Lol. Ach, da habe ich mich noch teleportiert in den Itemraum. Der ist leider auch nicht nützlich. Sehr ärgerlich. Ja. Aber wie oft ich mich jetzt... Ah, war das eine Spinne? Oder was war... Ah, nee, das Viech hat geschossen, ne? Dieser... Nee, hä? Doch, eine Spinne! Eine Drecksspinne hat mich gekillt! Aber ja, jetzt genau, habe, wahrscheinlich. Möchte, nicht. Ich sehe oh schon, wir brauchen eine Gott. Zusammenfassung, denn auch dieser Part war wieder nix. Gut, dann nehme ich jetzt eine Zusammenfassung auf und fasse die letzten 4 Fail-Parts zusammen und dann gucken wir mal, ob der 5. Fail-Part was wird. Ja, das war jetzt also die Zusammenfassung. Part Nummer... Wird das... Was für eine Nummer wird das? Das wird jetzt Part Nummer 161. Zusammenfassung. Ihr schaut euch einfach an, wie ich die ganze Zeit Spinnen hasse. Danke fürs Zuschauen und mal gucken, ob es im nächsten Part dann mal wieder normal weitergeht oder wir eine neue Zusammenfassung dann nach wieder weiteren 4 Fail-Parts brauchen. Oder? Ich hoffe nicht. Oder wir wechseln mal den Charakter. Aber ich bin so, ich will weiterspielen mit Eve. Mann, vor allem es lief ja so gut. Wir hatten die ersten Runs mit Eve. Die waren so gut.
Da habe ich eigentlich gedacht, okay, das läuft mit ihr. Und jetzt die letzten Ones läuft gar nichts mehr. Ah, Mann. Egal, danke fürs Zuschauen und tschüss.